Für diese Taping-Anlage benötigst du 2 i-Zügel. Um eine stabilisierende Anlage an deinem Kniegelenk zu tapen, nimm eine bequeme Sitzposition ein und beuge das Knie um 60 Grad. Du benötigst 2 Zügel derselben Länge. Misst das Pinotape von der Innenseite des Unterschenkels über das Kniegelenk zum Oberschenkel. Schneide beide Streifen zu und runde die Ecken zur besseren Haftung ab. Reiße das Trägerpapier an einem Ende ein, sodass das kurze Ende 5 cm lang ist, und klebe die ersten Zentimeter an der Innenseite des Unterschenkels auf, quer zum Kniegelenk. Fixiere die Basis mit einer Hand und ziehe das Pinotape mit maximalem Zug um die Kniescheibe herum bis zum Oberschenkel. Gleiche machst du von der Außenseite des Unterschenkels, ungefähr im 45-Grad-Winkel zum Kniegelenk. Alles ordentlich glatt streichen. Fertig!